Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Und wir befinden uns in einem neuen Raum, scheinbar so turmartig von oben nach unten. Und habe ich da unten gerade was Spannendes? Man kann Kerzen runterwerfen. In der Hoffnung, da unten läuft irgendein Geist lang, der dann hier auch, ja, schön getroffen wird. Oh, nö. Die spawnen einfach. Hier ist Geld drin, kann Luigi da durch? Okay. Das kann er. Ich glaube, in meinem Original-Let's Play habe ich in diesem Raum sogar ganze 30 Minuten verbracht, weil ich nicht wusste, wie wir weiterkommen. Und damals habe ich das nicht rausgeschnitten. Mittlerweile habe ich aus solchen Situationen natürlich gelernt und würde das Ganze aus dem Video dann entfernen. Erstmal lauter machen. Das Spiel ist so eine Ungereimtheit. Das Spiel ist sehr laut. Achso, und jetzt wer muss runterfahren? Luigi, richtig? Richtig. Ne, pusten. Und dann fährt Luigi dann Guigi nach unten. Ganz genau. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ist eigentlich nicht so schlimm, ist aber natürlich wie immer ganz empfehlenswert. Da wir nämlich schon so, ich weiß nicht, ob es die erste Hälfte war, aber wir haben schon mal angefangen hier in dem Ritterburg-Bereich ein bisschen hier so, ja, ein bisschen aufzuräumen, geistertechnisch. Und natürlich geht es auch heute hier spannend weiter. Und ich hoffe, dass wir uns auch dem Boss stellen können. Oh, hier kann ich gucken. Ja, das geht zu. Jetzt habe ich so eine blöde Maus. 5 Damage macht das Ding. Alles klar. Was ist das hier? Ah, damit komme ich an das Juwel. Ja. Luigi kann da ganz easy reinsteppen. Was auch gar kein Problem für uns ist. Ganz klar. Keine Ahnung, warum ich so komische Bewegungen mache. Lasst mich. So. Ist hier sonst noch was? War hier rechts nicht was? Ja. Ich konnte mich an was erinnern. Weil die Ritterburg tatsächlich mit dem... Oh, darf ich noch nicht sagen. Kommt noch. Mit einem anderen Raum zusammen sind das tatsächlich meine Lieblingsbereiche von allen. Also ich habe 2 Etagen, die meine Lieblingsbereiche sind. Und eine Etage, die ich abgrundtief hasse. Wer könnte es mir verdenken? Das Spiel ist nicht perfekt. Zumindest meiner Meinung nach. So. Ich bin mir sicher, dass diese Dinger anfangen zu schießen, sobald ich auf diese Holzpaneelen trete. Habe ich recht? Ich will es nur testen. Man kann ja mal hier steppen und wieder zurück. Oh. Sogar 20 Damage. Okay, man kann nicht reinlaufen und wieder zurück. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Aber warte mal. Wie soll ich denn mit Luigi da rüberkommen? Ah. Hä? Wieso bin ich denn mit Luigi gelaufen? Ah ja, guck mal. Hier kommt doch das Kugeldings runter. Und jetzt können wir mit dem einzig wahren grünen Luigi hier hinübersteppen. Ist das nicht schön? Ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen heiser. Ich weiß es nicht. Wenn das der Fall sein sollte, es tut mir leid. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Genießt einfach das Gameplay. Hört mir am besten gar nicht zu. Oder hört mir zu und macht nebendessen was anderes. Das ist was ich häufig bei Let's Plays mache. Let's Play läuft auf dem rechten Monitor oder in diesem kleinen Pop-Out-Fenster. Okay. Oh, stimmt, wir haben einen Schlüssel bekommen. Hätten wir den gebraucht? Oder auf dem zweiten Monitor einfach das Let's Play laufen lassen. Auf dem linken wird gezockt. So mache ich das immer ganz gerne häufig. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Ich finde, Let's Plays auf Dauer zu gucken, sind tatsächlich langweilig. Deswegen, ich warte auch immer, bis ein Projekt vorbei ist. Öffne dann die Playlist mit 40 Videos und die läuft dann einfach für die nächsten Tage durch, während ich halt selber zocke. Ich finde, das macht es immer relativ entspannt. So, ich glaube, wir haben hier jetzt alles. Hoffe ich zumindest. Hier hätten wir scheinbar einen Schlüssel gebraucht. Ah, yes. Die Cutscene überspringen wir und... Das ist ein Kerker. Oh, und... MC Fish. Hashtag MC Fish. Ey, wir haben für jede Folge haben wir irgendeinen Hashtag, der rein muss. Heute Hashtag MC Fish in die Kommentare. Sehe ich das richtig, dass Luigi da rein muss? Ich denke schon.
Das heißt, wir ziehen mit Guigi hier auf ganz entspannte Art und Weise runter. Und hier vibriert's voll. Ist hier was? Ach nee, wahrscheinlich, weil Guigi ja hier am Pusten ist. Da drüben war ein Geldschein, habe ich die richtig gehört? Ja, ja. Der Meister der Dinge. Ja, wir nehmen jetzt den Schlüssel und weg hier. Komm, let's go. Gar nichts mache ich hier. Wie, hehehe. No, what? Ja, finde ich nicht gut. Oh, ich komme jetzt nicht raus. Ah, und da fahren so Stachel zu. Warte mal, Luigi steht da noch drin. Zwei, drei, vier. Kannst du ein bisschen schneller machen? Zwei, drei. Mach schneller, schneller, schnell. Komm. Luigi, gar nichts hier. Gar nicht nachdenken. Ich sag mal so, über die Hälfte war das safe. Wie weit hätten wir denn noch Zeit gehabt? Ja, okay. Ein bisschen Zeit hätte man noch gehabt. Aber man muss es ja nicht bis zur letzten Sekunde rauszögern. Also, man kann ja auch einfach mal gehen. Ja. Wie kommt man nach da unten? Da unten links liegt Geld. Achso, der eine muss hier und der andere hier, okay. Ja, aber wenn ich jetzt so mache. Ey, wie der König mich auch anstarrt. Das hintere dreht sich ja nicht mit. Wenn ich jetzt zurückdrehe, sollten die sich doch treffen in der Mitte, oder? Als hätte ich studiert. Ah, Guigi kommt hier runter. Weil er hat ja kein... Ja, er hat ja obviously kein Problem damit, durch Stacheln zu laufen. Drei Perlen. Oh mein Gott, das sind 3000 Geld. Gold. Wie auch immer. Naja, ja. Vielleicht versteckt sich hier unten ja noch was. Ja. Ja, komm, hier ist ein Durchgang. Nee. Gut, dann würde ich sagen, steppen wir hier mal rüber. Ja. Gut, das ist auch einfach. Aber... Ja, ich würde sagen, war jetzt nicht der schwerste Raum. Kann ich hier machen? Tomatenladen. Ja, mache ich das richtig? Aua. Warte, mit Guigi. Ich gehe davon aus, dass wir die, dass wir hier das davor schieben müssen. Und das auf der anderen Seite auch. Hä? Ah, unsichtbar. Okay. Johnny ganz entspannt die Irrlichter einsaugen und dann fährt auch dieses nette Gefährt dahin. Ich will gar nicht wissen, wie stark unser Staubsauger ist. Also wirklich, wir können damit Wägen bewegen. Kann ich rüberlaufen? Ja. Nee, also doch, ja, aber hier wollen sich erstmal ein paar Minigeister. Ich finde diese Minigeister, ich kann die nicht ernst nehmen, weil die halt... Also A, machen die nie Schaden. Und B, sind die halt so easy. Ja, das ist... Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Man hätte vielleicht... Klar, das sind Geistervariationen, aber im zweiten Teil konnten Geister auch verschiedene Abilities erlernen. Ich will euch da nicht spoilern, falls ihr den zweiten Teil nicht kennt. Aber da konnten Geister eben zum Beispiel Wirbelstürme erzeugen oder sonst irgendwas. Was halt jetzt, was jetzt halt hier nicht der Fall war. Aber nun gut, hier haben wir doch im letzten Part schon ein paar abgezogen. Aber hier scheint es nur Geld zu geben, ja.
Boah, aber viel Geld, viel Geld. Wir streben ja die 100% an. Da möchte man schon alles mitnehmen. Sag ich, wie es ist? Die Buhus vor der letzten Etage, vor dem Final Boss wahrscheinlich. Holen wir die alle nach. In einem Part einfach. Dann hätten wir es nämlich auch geschafft. Das ist mega sus. Ich finde, manche Secrets sind auch zu offensichtlich. Ich finde, wenn man jetzt hier noch... Okay. Ein bisschen... Weiß ich nicht. Wenn man hier einfach zum Beispiel auf dem Boden so eine Matte hingelegt hätte, so dass man denkt, ah, da könnte was sein. Aber halt so eine Einkerbung ist meiner Meinung nach einfach zu offensichtlich. Die Königsschatzkammer. Ey, da ist so viel Geld drinne. Na, manche Secrets sind meiner Meinung nach auch zu, let's say, offensichtlich auch, aber... Ist okay, das Spiel gerät, das ist... Ey, das ist ein Kinderspiel. So, wir scheinen schon wieder gleich hier im Bossraum sein. Das ist ein Kinderspiel. Ich muss mich da gar nicht über die Leichtigkeit des Spiels beschweren. Die wird durch die Tür gucken, was uns erwartet. Let's go. Das ist er also, Ritterknecht. Keine Ahnung, wie er heißt. Die haben ja alle Namen. Aber tatsächlich, oh, hier wird geschossen. Hier wird geschossen. Meine Frage ist, was muss ich tun? What is the gimmick? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss bei dem Kampf. Ja, okay, sehen wir den Deathscreen. In der 6. Etage. Weil ich das Gimmick nicht checke, aber... hä? Ja, aber, also ich bin ja jetzt auch nicht weiter als vorher. Was sind das schon wieder? Toll, jetzt bin ich hier wieder. Was kann ich denn noch probieren? Als ob's das war. Und dann pömpeln. Das Pömpeln war mir klar. Ja. Das Pömpeln auf seine Brust war mir von Anfang an klar, weil wir auch schon im letzten Part immer wieder Ritter hatten, bei denen wir das machen mussten. Und okay. Oh mein Gott. Ja. Oh, da kommen wieder Pfeile. Ja. Nochmal. Okay. Immer wenn er Hurra macht, dann kommen hier Pfeile raus. Okay, ja. Gut. Ob es dafür jetzt einen Deathscreen gebraucht hätte, bezweifle ich. Aber das ist jetzt schon ein bisschen peinlich. Aber was hätte ich denn machen sollen? Ist halt schon ein bisschen unfair gewesen, weil einem ja auch nichts erklärt wird. Finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Also, klar, es wird nie einem das Gimmick erklärt. Aber hier hätte man das Gimmick auch offensichtlicher machen können. Woran soll ich denn erkennen, dass ich ihn in der Phase blitzen kann? Hätte mehr Potenzial gehabt, meiner Meinung nach. Aber ist okay. Ah, er ist immer noch nicht fertig. Oh, oh, jetzt hat er aber ein Schild. Ah, okay, ja. Auf ganz simpler Basis. Bisschen zittern lassen. Und 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich wird's abgebrochen. Kein sechstes Mal. Weil man möchte ja zweimal hier angreifen können müssen. Wie auch immer. So. Aber dafür sagt er jetzt auf Wiedersehen. Also den Deathscreen hätte man gerne skippen können. Vielleicht schneide ich den auch raus. Nein, okay, ja, ich habe mich schlecht angestellt. Ich gebe es ja zu. Aber damit ist dieser Ritterkampf auch erledigt. Im Übrigen von der Inszenierung her gar nicht mal so schlecht.
aber ich finde zu wenig Hilfestellung. Also, wenn ich jetzt jünger wäre, ich hätte safe hier aufgegeben, weil ich keine Ahnung hätte, was ich hätte tun müssen. Aber nun gut, ein bisschen ausprobieren, das ist die Devise. Gut, ihr müsst ihn blitzen, wenn er angeritten kommt mit seiner Gabel auf euch zu. Oder mit seinem Speer. Und dann Pömpel auf die Brust und Büsün hin und her schleudern. Mache ich auch immer, Pferde rumschleudern. Let's go. Hä? Meinst du, du könntest mir dein Popcorn geben? Ich meine, den Schwert, die das Schwert... Ja, ist ja wunderbar, ist das hier. Das gefällt mir. Ja, und hier oben war auch der Eingang. Das heißt, wir kommen jetzt hier wieder raus, richtig? Ich denke schon, ich erinnere mich nicht. Hier war doch die unsichtbare Ritterrüstung, gell? Ja. Was passiert, wenn ich die nochmal sichtbar mache? Eben hier. Ganz am... Ach ja, da war ein Juwel drin. Hier ganz am Anfang wurde einem ja schon das Gimmick mit den Ritterrüstungen erklärt. Deswegen war das jetzt meiner Meinung nach auch nicht das, allerschwerste, das auch noch ein zweites Mal zu verstehen. Für den Bosskampf. Das war relativ entspannt tatsächlich. So. Steppen wir zum Aufzug. Und putten mal hier das Gedöns rein. Und gucken, was uns dann beim nächsten Mal erwartet. Die Folge ist noch nicht vorbei, keine Sorge. Ich werte ganz kurz aus, was es für ein Dings ist. Ob ich weiterfahre oder nicht. Ökohaus ist ein sehr langes Level. Deswegen fahren wir mal runter zu Ige. Nein, 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 nein. Nein. Ah, ich schneide es ganz kurz raus. Aber wir fahren nach oben in B5 und holen dort kurz alle Juwelen. Und zwar mit unserem guten Freund Guigi kommen wir nämlich hier auch durch. Und zwar, wenn man zwei wichtige Dinge tut. Wenn man zu zweit an einem mit einem Pömpelding saugt, dann kann man da auch auf ganz entspannt drüber fliegen. Und warum ich die ganze Zeit ausgeblendet war, ich weiß es nicht. So, hier ist eine Tür, die ich ganz gerne öffnen würde. Denn dahinter befindet sich Peachs Raum, richtig. Und irgendwo, sehe ich das richtig? Warte, auf der Map können wir gucken. Ja, hier oben rechts in der Ecke können wir durchsteppen. Das heißt, nein. Das ist eine unnötige Cutscene jetzt. Hier hinter befindet sich eine Tür, mit der wir nach draußen können. Und ich hoffe, dass wir da dann unser nächstes Juwel finden. Warum haben wir eigentlich nichts in dem Koffer außer Geld? Oh, und Socken. Es tut mir leid. Die habe ich nicht gesehen. Dafür zwei Koffer? Warum nicht? Ich will hier gar nichts dingsen. So, hier gibt es Geld. Und hier rechts wahrscheinlich ein Weg, ja. Sieh mal einer an, wer das Juwel hier hat. Und das kriegen wir auch einfach so. Ja, wunderbar. Das ist nice. Ja gut, dann steppen wir weiter. Wir müssen jetzt halt herausfinden, wo sich das nächste Juwel befindet. Aber hier, ich sehe hier Zimmer, in denen wir noch nicht waren. Zum Beispiel hier hinter waren wir noch nicht. Da können wir auch mal gerade reingucken. Wir sind, by the way, in Etage 5, falls ihr das wissen möchtet. Den VIP-Zimmern. Es ist so sus, dass hier halt nichts ist. Aber nun gut, gar kein Problem. Wir steppen nach hier oben und nach links ins nächste Zimmer. Ja, bis jetzt noch nichts Verdächtiges. Halt, hier ist noch ein Badezimmer direkt nebendran. Hinter diesem versteckten Zimmer. Übrigens mit der Bewegungssteuerung könnt ihr das Ganze auch natürlich spielen. Geht auch mit dem rechten Stick oder wenn ihr in den Einstellungen aufsaugen in alle Richtungen mitdrehen. Dann dreht er sich automatisch immer dahin in die Richtung, in die ihr auch saugen möchtet. Das ist ganz entspannt. So. Übrigens, ich habe auch noch nie einen Pömpel gesehen, der ein Seil anstatt einem Stock dran hat. Ach, guck mal einer an.
Mit Guigi geht es hier nach unten. Und das schon zass. Die Bretter hier können wir aufmachen, ja. Hier wird gepustet oder gesaugt. Gesaugt. Dadurch kommen wir an die Kiste. Und was befindet sich hier drin? Geld. Wunderschön. Sonst ist hier unten auch nichts mehr. Hier hinter könnte sich was befinden. Nee. Scheinbar nicht. Dann steppen wir direkt ins nächste Zimmer. Wir gehen jetzt einfach Zimmer für Zimmer durch. Und schauen uns mal so ein bisschen um. Man will hier auch ein bisschen was von dem Hotel sehen, nicht? Ist ja wichtig. Waren wir in dem Zimmer überhaupt? Das ist Luigis Zimmer, oder? Hab ich recht? Ich weiß es nicht. Ja, moino. Einen wunderschönen guten Hallo. 3, 4. Hier war noch einer. Da. Wunderbar. Ja. Warum hier Geister ihr Unwesen treiben, weiß ich jetzt auch nicht. Skurril, aber erledigt. Ja, das ist Luigis Zimmer. Bisschen hier umgucken. Halt! Da ist was. Ah, die Goldbarren im Spiegel. Ja gut, okay. Wunderbar. Ich will jetzt aber langsam sagen, dass ich mal das letzte Juwel suche. Und euch das reinschneide, weil ich echt nicht weiß, wo das ist. Ich könnte mir noch vorstellen, es gibt ja noch den rechten Bereich. Aber ich weiß es halt nicht. Deswegen. Jetzt sind hier auch noch mal ein paar Heinis. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2. Jetzt ist da auch noch so ein großer da vorne. Sag mal, was will er denn jetzt hier? Hä? Jetzt habe ich Angst. So. Zimmer Nummer 504. Wir schauen direkt ins Badezimmer rein, wo es ebenfalls wieder was für Luigi gibt. Aber auch nur Geld. Nicht gerade wenig. 2 Gitsäcke, gell? Ja, das ist nicht wenig Geld. Wir gucken natürlich noch, was sich hier hinter befindet. Und mit der Düsterlampe wird ja auch nochmal jede Ecke angeleuchtet, aber wieder nichts. Ja. Ist auch nix. Oder es kann auch sein, dass wir das Juwel, das im Bad ist, schon haben. Also es gibt ein Juwel im Bad. Aber es kann auch sein, dass wir das schon haben. Oh, hier vibriert es. Seht ihr das? Hier in meinem Schreck weg. Das kommt tatsächlich daher, dass sich hier in der Nähe irgendwo ein Buhu versteckt hält. Ja. Abgesehen von einem Buhu verstecken sich ja auch Unmengen Geister drin. Hier ist nichts. Kann doch schon sein, bei so einer kaputten Toilette oder so war das. Oh, hier ist der Buhu drin, ne? Aber um den will ich mich tatsächlich gar nicht kümmern. Hier oder nicht? Ja, guck mal, hier kann man hinter. Den haben wir schon. Oh. Okay, dann würde ich jetzt ganz schnell im Internet nachgucken, wo sich das letzte Juwel befindet. Dann, bis gleich. Gut, gut. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir hier runter? Und dann hier irgendwie was machen. Ne, wir müssen gar nicht runter. Und hier drinnen soll sich dann das fehlende Juwel verstecken. Das wird mir so erzählt. Ja. Ja.
rüber, das Juwel ist jetzt nicht gerade das Einfachste. Aber nun gut, Guys, beim nächsten Mal sehen wir uns im Öko-Haus wieder. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Channel. Dann verpasst ihr am Mittwoch, glaube ich, die nächste Folge. Nee, heute ist Mittwoch. Tschüss. Ist ja auch egal. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.